Wir sind Durchschnitt. Oh ja, so ein Durchschnitt. Da. Oh, what the fuck? Okay. Also. Das ist interessant. Das. Au! Au! Ja. Mit einer Energie. Schaffe ich. Schaffe ich locker. Kein Problem. Total. Aua. Mein Köpfchen. Oh. Aber immerhin, wir haben noch ein Continue. Ja, wir haben noch ein Continue so und wir sind sowieso awesome und klasse. Und wir haben Passwörter. Und wir haben Passwörter, yeah. Ja. Aua. Aua, aua, aua. Lass mich einfach durch. Danke. Okay. Snipper! Du solltest in die linke Tür. Ja, aber komm schon, gib's zu, das ist doch viel zu geil. Ja. Da geht's hin. Achso, übrigens Fledermäuse, ganz böse grundsätzlich. Hä? Okay, alles klar. Ja, du triffst später noch auf Fledermäuse, die können dich dann aufheben und in ein Loch schmeißen. Ach so. Ich hab jetzt gedacht, oh. diese komischen Kleinen, die da die ganze Zeit schon waren. Steht hier extra in der Stage-Beschreibung. Müsste auch bald kommen. Und wenn die dich ins Loch schmeißen, wahrscheinlich da, dann fängst du wieder in dem Uhrenraum an. Uhrenraum. Ja. Au, 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 au. Okay. Oh ja, drück mal hoch. An der Soda-Maschine. Ui. Cool. Bin noch einmal. Ja. Ich will noch mehr. Dein Leben ist dummerweise voll. Endgegner. Ja. So in etwa. Nee, farbiger Boden. Wow. What the fuck? Voll auf Drogen, der Typ? Tja. Ja, da wir ja einen der Kristallbälle haben, lese ich gerade, sehen wir auf jeden Fall einen extra Screen Gunshot-Man. Oh yeah. Ja, wir haben das voll drauf. Ich sehe das schon. Jetzt müssen wir nur noch beim nächsten Mal alles holen, ne? Und nicht von diesen Typen gefangen werden. Aber woher sollte ich das auch riechen? Ja. Sah aber lustig aus. Zumal wir ja gedacht haben, wir sterben gerade. Ja. Ne. In der Stage 7 haben wir den Kristallball übersehen. Welches war Stage 7? Das Klettern? Das Haus. Das Höllenhaus. Ach so, aber da muss das. Das, wo du die ganze Zeit drin warst, vor den Kettensägen. Wo soll denn das dann gewesen sein? Das schaue ich gerade, ich habe jetzt nur zufällig gesehen, dass es da drin war. Scheiß Kürbisding. Oh, scheiß Kürbisding. Ja. Ah. Aua. Also hättest du irgendwo auf irgendwelchen Plattformen bleiben müssen, um dann zum Schluss ein Tor zu kriegen. Okay. Und da hätte dann irgendwo ein großer Altar sein müssen. Ein Loch, in das du reinspringst. Nein, gar nicht mehr. Sekunde. Nein, großer Altar und dann sollte ich nicht die Zeile überspringen. Und da ist eine Prinzessin, die gibt dir dann die Kristallkugel. Okay. Also ich kann mir Fug und Recht behaupten, ich habe nichts mit großen Altar und so gesehen. Ich bin unschuldig. Ich auch nicht. Ah, mein Gott, jetzt sterb endlich. Nimm. Danke. Ja komm, das war der letzte Endboss.
Ach so, mehr Freude, ne? Yay! Yay! Mhm. Wow! Ich hab eine Axt! Ich hab eine Axt! Brauchst nicht mehr weinen, ich bin da mit meiner Axt! Ja, komm, gib der Maske ein Küsschen. Ernsthaft? Oh mein Gott. Er hat die Maske auf, mein Gott. Ah, und das war alles nur ein Film. Ah. Seltsamer Typ. Ja. Ja, das war damn fine acting. Oh yeah. Hast du gut gemacht. Kann ich ihm jetzt mit meiner Axt die Beine absägen? Ich glaube nicht. Ah. Ich sehe aus wie ein Kleinkind, was ein Lolli haben will von dem. Ich glaube, du bist ein Kleinkind. Oh mein Gott. Langsam wird mir diese Maske unsympathisch. Aha. Wow. Die Maske ist der Poltergeist aus Teil 1, oh mein Gott! Offensichtlich. Oh ja, Kristall bei 1. Die zwei sind glücklich. Yay! Ne, wollten wir doch gar nicht wissen. Und dafür haben wir diesen scheiß Ball gesucht und gefunden, oder so? Ja, Tatsache. Oh wow. Was zum Teufel? Ach so, ich kann den Streifen anhalten, wenn ich will. So. Okay. Yeah. Oh ja. Das so viel Strike. Genial, die Moral des Tages. Bishi Bashi Haro. Ich glaube nicht, dass Oni Taichi so aussah. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Oh Gott, guck dir mal Yappi an, ey. Oder Kazu. Herrlich. Mann. Namcot. Namcot? Was soll das denn sein? Namcot. Yeah. Au. Au. Haben wir zufällig. Was zu denkst. Mach. Na. Oder? Na. What the fuck? Okay. Endlosschleife. Wuhu. Haben wir zufällig den Code irgendwo, dass wir zu den letzten Level nochmal, also zu dem zweiten Level nochmal kommen mit einem Kristallbein, sodass wir den holen können? Wieso zum zweiten, im siebten war der Ding, ja, meine ich, Code ja. Haben wir theoretisch irgendwo, ja? Ich meine, ich habe mir den... Wir versuchen mal kurz, einen Code einzugeben. Ein von zwei. Ich mal darf. Ich darf nicht. So darf ich nicht. What ich habe keinen Plan. Ah. Okay. Also 124090. Hm? Okay. Das war der früheste Code, den ich habe. Nein. Okay. Naja, aber ja. Wunderbar. Oder ist das jetzt da drin oder im nächsten? Nein, das ist, ne? Moment, das ist Stage 6. Wir müssen in 7. Ah. Das heißt, du brauchst den nächsten Code, 1099. Okay. Reset. Also was? Nochmal. 1099. 1 0 0 9 0. Genau. Ah, du musst erstmal an dem Typen vorbei, der dich da reingezogen hat. Warte mal, 1090? 1099. 99. So. Mhm. Ah, ja. Okay. Also du musst dafür sorgen, dass sich der Typ nicht in das eine Loch schmeißt. Das ist erstmal wichtig. Okay, ja toll. Meine Gesundheit ist ziemlich runter. Wie gemein. Oh, das ist fies.
Ich springe aber auch direkt in den Rhein. Ich bin gut. Oh mein Gott, so, nochmal. Das kriegen wir auch noch hin heute. Ja. Vielleicht solltest du ein Safe State in dem Screen da anlegen. Oder bevor du da reinspringst oder so, einfach nur, weil das ist jetzt Bonus, wir haben es normal durchgespielt. Ja, hast du recht. Mach das Ding weg. Mach das Ding weg. So. Du kannst ja immer noch alles sehen. Ja. So. Hast du gesehen, ich hab den Teller zerstört. Oh yeah. Wuhu. Hau um. Ich weiß nicht, ob man es kann, aber versuch's. Na gut. So. Bitte, was? Ja, genau, da sind wir richtig. Vorsicht, ja. Trapdoors. Hab ich jetzt auch gemerkt. Entschuldigung. Na schade, ich hab gedacht, ich könnte jetzt auf 20 aufstocken oder so. Hilfe. Hilfe. Aua. Und dann nach Möglichkeit immer auf den Plattformen bleiben. Ab der nächsten Passage, so wie ich das hier lese. Und, naja. Zum Schluss gibt's einen großen Altar mit einer ägyptischen Prinzessin. Ich sterbe ja auf dem Weg, als dass ich das sehe. Verdammt! Scheiße, du müsstest mal auf dem Weg bleiben. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Gib mir. Boah. So. Moment. Ach. Ja. Funktioniert doch prima. Ich weiß gar nicht, was du hast. Naja, bisher lebst du. Deshalb solltest du auf den Plattformen bleiben. Ja, aber ich hab Angst vor Gesicht. Und vor... Achso, du solltest übrigens das, Ja? Okay. Die Bonbons und so besser nicht aufnehmen. Ja, das habe ich mir gedacht. Die meisten davon haben Booby Traps. Ja, das habe ich mir wirklich gedacht. Ja toll, das andere Bonbon, was keine Booby Trap gewesen wäre, landet da, wo die Booby Trap ist. Super. Also ich hate most them. Wir sehen uns da. Ja. So, Kamera, Action, da ist sie. Prinzessin, und ist gar nicht so schwer, wenn man nur nicht andauernd in die Fallen fällt. Oh, hast du das gesehen? Eine sexy Pose. Die hat was. Kann ich wieder futzen? Oder so? Die hat definitiv was, und zwar weniger Kleidung als die Geisha. Sowas von. Ich kann pausieren. Super. Ja, heute noch? Wie lange hat's bei der Geisha gedauert? Ich bitte dich. Okay, sie gibt uns also die Kristallkugel. Ja. Ole, ole. Okay. Gut, wir sehen uns also wieder beim, wenn ich den Boss getötet habe und die Extra-Szene da ist. Bis gleich. So. Ja, definitiv. Da sind wir wieder. Extra für euch mit den Spezialenden. Mit den Spezialenden. Aha. Ja, die zwei sind froh und happy und sowieso. Das und glücklich und überhaupt und heiraten und haben ganz viele Kinder. Die haben schon ein Kind. Siehst du diese Blume da? Okay. Oh ja. Ja, nachdem wir jetzt ja schon die halbe Kollektion, dreiviertel Kollektion gespielt haben, wissen wir, was das hieß. Ja. Wunderschön. Nun gut. Das war das. Also Klein Rick hat als Kind den Film Splatterhouse gemacht und geht dann Splatterhouse. Genau. Gut, das war das Let's Play zu Splatterhouse. Wann Parkour Graffiti. Wir verabschieden uns. Bis später. Ja, bis zum nächsten Teil.